Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 21. Juli mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Das Hochwasser und seine Folgen begleiten uns auch heute natürlich weiter durch den Tag. Überall in der Stadt sind Sperrmüllberge zu sehen. Schlamm liegt weiter in den Kellern und Häusern. Und auch die städtischen Gebäude haben ganz schön etwas abbekommen. Die Stadt spricht nach dem Hochwasser von einem Millionenschaden. Die Stadt hat eine erste Liste gemacht, die noch lange nicht vollständig ist. Im Gymnasium Werden ist die komplette Heiztechnik kaputt. Im Freibad Steele muss das Becken neu gemacht werden. Auf der Bremeninsel in Werden sind die Geräte auf den Spielplätzen kaputt. Auch der Promenadenweg in Kettwig wurde beschädigt. Insgesamt kommen bei der Stadt bisher rund 5 Millionen Euro an Schäden zusammen. Die Summe kann wie gesagt aber noch anwachsen. Immerhin an Straßen und Brücken gibt es nur kleinere Schäden. In anderen Teilen von NRW sieht das aber ganz anders aus. Im Rheinland sind durch das Hochwasser knapp 90 Kilometer Autobahn zerstört worden. Jetzt stellt sich die Frage, wie soll das wieder aufgebaut werden? Die Bundesregierung scheint zumindest den finanziellen Rahmen dafür abzustecken. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat heute gesagt, dass in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro in den Wiederaufbau von Straßen, Städten und Dörfern fließen soll. Akut sollen jetzt erstmal die Opfer in den Flutgebieten mit Geld unterstützt werden. 400 Millionen Euro sollen laut Bundesregierung fließen. Der Bund zahlt die Hälfte, der Rest kommt anteilig von den Ländern NRW und Rheinland-Pfalz. Den Menschen in den Gebieten soll damit geholfen werden. Nachdem sie zum Teil ihre gesamten Häuser verloren haben. Mobile Häuser sind auch beim Hochwasser hier bei uns in Essen weggeschwommen. Auch den Campingplatz an der Ruhe in Horst hat es nämlich schwer getroffen. Dort sind die bunten Campingbauwagen vollgelaufen. Ein Wohnwagen wurde komplett weggespült. Uwe ist Hausmeister auf dem Campingplatz. Er hat seinen Wohnwagen im Hochwasser zurückgelassen. Was machst du jetzt? Rettest du deinen Wohnwagen, Packst deine Sachen zusammen oder hilfst die Leute? Na gut, dann habe ich dann erst die Leute alle geholfen. Und dann konnte ich nur noch zusehen, wie das Ding so langsam abzopft. Ich konnte gar nichts retten. Ein paar Gummistiefel, kurze Hose, oder war's. Der Campingplatz in Horst ist jetzt nur noch eine Wüste aus Matsch. Dauercamper, Nachbarn und Freunde wollen alles wieder herrichten. Geld von der Versicherung gibt es aber nicht. Weil die Wohnwagen direkt am Wasser stehen, kann man dafür keine bezahlbare Versicherung abschließen. Der versunkene Tanklaster im Gewerbegebiet an der Prinz straße in Kupferdreh ist jetzt geborgen worden. Ein großer Spezialkran hat den Tanklaster in dem riesigen Krater angehoben, Gleichzeitig hat ein Abschlepper den Lkw aus dem Loch gezogen. Der Tanklaster ist während des Hochwassers in die Straße eingebrochen. Der Fahrer war nicht an Bord und hat Glück gehabt, sagt der Betriebsleiter der zuständigen Spedition Ulrich Lohmann. Dass der Fahrer, der in dem LKW übernachtet hatte, zum Glück vorher rausgegangen war, bei unseren Reinigern waren, die zusammen einen Kaffee getrunken haben, als der Lkw hier reingestürzt ist, ähm, muss man auch dabei sagen, äh, er hatte seinen Hund noch im Führerhaus drin. Und äh, die Feuerwehr hat ihn der gleichen. Nacht noch den Hund aus dem Führerhaus rausgeholt. Die Leute haben hervorragende Arbeit geleistet. Die Straße war durch das Hochwasser unterspült worden. Der Deilbach verläuft dort nämlich unterirdisch, unter der Straße. Das viele Wasser hat das Rohr dort zum Platzen gebracht. Die Straße wurde unterspült, instabil und ist schließlich mit dem Tanklaster eingebrochen. Damit das nicht bei der Bahn passiert, fährt aktuell die Linie S9 bis auf Weiteres erstmal nicht. In Kupferdreh wurden Gleise unterspült, der Bahnhof Holthausen in Überruhe wurde komplett überschwemmt. Die Bahn sagt, dass es die mit am stärksten betroffene Linie in NRW ist. Experten müssen sich die Schäden jetzt erstmal angucken. Danach wird es Monate dauern, bis die S9 wieder fahren kann, heißt es. Bis dahin sind Busse statt Bahn unterwegs. Vom Hochwasser kommen wir zum Sport. Essen hat jetzt auch offiziell eine Absage für die Austragung der Olympischen Spiele 2032 kassiert. Das Internationale Olympische Komitee hat die Spiele heute an Brisbane in Australien vergeben. Das war Ende Februar schon durchgesickert, nun ist es offiziell. Essen und 13 andere Städte an Rhein und Ruhr wollten sich eigentlich für die Spiele bewerben. Das wurde durch die vorzeitige Entscheidung beim IOC gestoppt. Für 2036 wird es wohl keine deutsche Bewerbung geben, weil dann die Nazispiele genau 100 Jahre her sind. Ob sich Essen und die anderen Städte nur für Olympia 2040 bewerben wollen, ist noch unklar. Und der Essener Firmenlauf wird nochmal ausgeweitet. Eigentlich sollte Anfang September an zwei Tagen im Gruga-Park gelaufen werden. Die Startplätze waren aber wie immer sehr schnell weg. Deshalb gibt es jetzt einen dritten Tag. An dem sind noch mehr als 700 Startplätze frei. Es können sich noch weitere Firmen anmelden. Wo genau steht auf radioessen.de. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es bleibt trocken bei uns in Essen, auch in der Nacht und am Abend. Nur ein paar Wolken ziehen am Himmel auf. 14 Grad sind in der Nacht drin. Morgen wird's wärmer und ziemlich sommerlich. Hier und da können ein paar Regentropfen runterkommen. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es morgen um 6 Uhr wieder im Programm bei Radio Essen und jederzeit zum Nachlesen auf radioessen.de. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.